Ja, meine Damen und Herren, mein Backoffice hat mich vor ein paar Minuten informiert. Dass wir leider eine kleine Programmänderung, oder nicht leider, dass wir eine kleine Programmänderung machen müssen, nämlich der Preis, von dem ich vorhin sprach, muss jetzt übergeben werden, weil die Schweiz ja eben so aufgebaut ist, dass sie ja nicht nur einen deutschen Teil hat, sondern wir haben diesen kulturpolitischen besten Leserbrief, also das Kulturministerium hat den besten Leserbrief ausgeschrieben, das nennt sich Prix Romand, den besten kulturpolitischen Leserbrief, und wir haben eine Gewinnerin aus der Suisse Romandie, und eine Gewinnerin aus der Deutschschweiz. Und die Gewinnerin aus der Suisse Romandie muss um 10 den Zug erwischen. So ist es halt. Gut, ich darf um einen kräftigen Applaus bitten für die Gewinnerin des französischen Teils. Das ist Lucien Girardier-Zerex. Und weil wir ja gern Klischees untermauern und Autorinnen und Autoren sich ja von Alkohol und Zigaretten ernähren, eine Flasche Wein. Merci beaucoup à notre ministre de la Culture. Comme le prix Romo est un prix, comment on peut dire, de la Röstigraben, hein? Je vais donc parler en français. Est-ce que ça va pour vous? Non, je n'ai pas grand-chose à dire, simplement juste le merci. J'ai envoyé cette lettre surtout parce que je trouvais l'idée était bonne de nous encourager à écrire des lettres de lecteurs. C'est quelque chose d'important, je trouve. Merci. Alors, simplement, je vais vous dire un petit poème. Si j'arrive à lire, je lis Tapis Rouge, ensuite à la grande lecture que nous avons eue de notre ami Constantin. Si j'arrive à lire. Tapis Rouge. Cet homme est en marche. Non, je n'arrive pas à lire. Ses souliers sont vernis, ou plutôt c'est lui qui est verni. Il est né les pieds nus, il a voulu grandir, il y est arrivé. Maintenant, il marche irrésistiblement, un pied devant l'autre, mais surtout devant les autres. Le chemin était long, des trottoirs de la ville au tapis des bureaux. Il a marché, 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 marché sur sa fierté, marché sur ses scrupules, marché sur ses semblables. Cet homme est toujours en marche, il foule, il écrase, il piétine, il arpente les couloirs, gravit les escaliers, il a voulu y croire, il y est arrivé. Enfin, devant lui, on déroule le tapis rouge, un tapis rouge sang. Merci. Et le vin pour les gens de Neuchâtel, c'est toujours vraiment très agréable. Merci. Ich gebe den Dank, dass solche Dinge wie der Prix Romo, also das schreibt sich übrigens Prix ist klar, aber dann Romo, R-O-M-O, weil es eine Verbindung sein soll der beiden Gemeinden Romos, hier, das ja die Kulturhauptstadt der Schweiz ist, und Romand in Fribourg, dass man eben eine Verbindung über den Röstigraben schafft. Ich gebe den Dank, dass so etwas möglich ist, an meinen Backoffice weiter und natürlich nicht zu vergessen, was ich als Kulturminister auch immer wirklich gerne sage, in solchen Kulturräumen, und ich möchte hier, glaube ich, mal einen Applaus dazwischen schalten, solchen Kulturräumen wie das La Fourmi, bitte, dass sowas möglich ist, ne? Wenn es die nicht gäbe, hätten wir alle keinen Auftrittsort. Gut, wir kommen zur zweiten Gewinnerin, der Gewinnerin aus der Deutschschweiz. Und nicht, dass hier vielleicht jetzt ein falsches Gefühl aufkommt. Wir wussten anfangs nicht, dass beide Gewinnerinnen kommen können. Deswegen habe ich nur einen Blumenstrauß. Aber ich bitte also auf die Bühne Margrit Maria Notz, die den deutschsprachigen Preis gewonnen hat. Bitte.
Oder wenn sie auf ein Eis sind, gehen wir mit. Ich danke sehr dem Herrn Riedl und ich danke mit viel Freude der Jury, die mich gewählt hat, den Preis zu gewinnen. Ich danke herzlich allen Menschen, die mir in meinem Leben begegnet sind, die mich gefördert haben und die mitgeholfen haben, dass ich diesen Leserbrief schreiben konnte. Ich danke allen Anwesenden im Theater, dass sie gekommen sind zur Preisverleihung. Zu meiner Person: Ich schreibe Kinderbücher, Theater, einen Roman, Kurzgeschichten und Aphorismen. Und mein Lebensmotto ist: Ich finde immer gute Menschen. Dankeschön. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, die Lösung aller politischen Probleme wäre wirklich manchmal einfach, wenn man sich Menschen anhören würde, die im Leben etwas gelernt haben. Nämlich, das tönt jetzt extrem cheesy, ich weiß, aber dass eben die Menschen zählen und nicht alle anderen Dinge. Ich habe eine Pause vernommen, meine Damen und Herren, dass ich einen fürchterlichen Fehler gemacht habe. Ich habe nämlich nicht gesagt, dass der Prix Romand nicht nur eine Flasche Wein und Blumen bedeuten, sondern natürlich nebst der großen Ehre, die man sich einheimsen kann, auch 1000 Franken je für den deutschen und französischen Brief. Also es hat sich schon gelohnt. Und ich glaube, ich würde an der Stelle, weil ich ja den Fehler gemacht habe, noch einmal um einen Applaus für die beiden Gewinnerinnen bitten.